Halbfinale im Niederrhein-Pokal. Rot-Weiß Essen empfängt den SV Strahlen im Stadion Essen. Und die Kombination RWE, Hafenstraße und Pokal. Die gab es diese Saison ja schon ein paar Mal. Am Ende musste der ein oder andere Bundesligist die Koffer packen. Dementsprechend Essen hier natürlich der haushohe Favorit. Und das zeigen die weiß gekleideten Hausherren dann auch von Beginn an. Allen voran der Mann mit der Elf, Mr. Torgefahr himself, Simon Engelmann, scheitert an Robin Udegbe, der übrigens selbst mal für RWE in der U19 aktiv war. Sein Gegenüber Daniel Davari hat in Halbzeit 1 einen ruhigen Arbeitstag. Das war schon die gefährlichste Szene vor seinem Tor. Und zur Pause hat die Partie noch nicht den Unterhaltungsfaktor eines Halbfinals, aber das Ergebnis nehmen die Gäste mit einem Lächeln in die Katakomben. Anders Essen, die wollen in den DFB-Pokal und dafür ist der Finaleinzug Pflicht. Das Überwinden von Robin Udegbe ist bisher aber eine Mission Impossible. Doch RWE, die haben einen im Kader, der regelmäßig aus solchen Situationen eine Mission Possible macht. Simon Engelmann, wer denn auch sonst? Minute 65, 1:0, Rot-Weiß Essen, der Favorit geht in Führung. Ausgangssituation ist die Flanke von Ogucan Kefkir. Bei Engelmann sind noch nicht die richtigen Koordinaten im Kopf. Der Ball bleibt im Himmel und wer fühlt sich dort besonders wohl? Richtig, der Engel und der braucht nicht mal Flügel für diesen Kopfball. Danach wirft Strahlen alles nach vorne. Essen bereits mit einem Bein im Finale. Denn wir schreiben Minute 93. Der Ball kommt noch mal ein allerletztes Mal vors Tor. Und Ferry direkt mit dem Last-Minute-Ausgleich. Strahlen außer sich vor Freude. Direkt rettet den SV Strahlen in die Verlängerung. Ole Pevken bringt ihn rein. Adli Lacheb mit dem Hinterkopf. Und dann hat Davari keine Chance. Kurz darauf ist Schluss und es geht tatsächlich in zusätzliche 2x15 Minuten Pokaldrama. Rein vom Mentalen der Vorteil jetzt beim SV Strahlen, denn die Essener sind noch immer in einer Art Schockstarre und in Unglauben. RWE muss also nachsitzen in einer Partie, in der der Sensationsgeruch schon leicht in der Luft liegt. In Minute 95 intensiviert sich der, denn Kagatay Kader bringt den Außenseiter an der Hafenstraße in Front. Essen ausgekontert und hat wahrscheinlich gerade dieselben Gedanken wie Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen, als diese hier im DFB-Pokal dem Außenseiter hinterhergelaufen sind. Dann gibt es erstmal eine kleine Unterbrechung. Gewitter im Ruhrgebiet. Eine Zusatzpause, die RWE wohl dafür genutzt hat, nochmal Dinge anzusprechen. Kiel Gomez in der Mitte. Drei Essener und Ogucan Kefkir mit dem 2:2. Essen gleicht aus und dreht den Spannungsregler aufs Maximum. Wieder geht es bei RWE per Kopf, diesmal von der anderen Seite. Die Flanke von Kiel Gomez ist super und der Abschluss von Kefkir noch besser. Es bleibt keine Zeit zum Durchschnaufen. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, Daniel Heber und da hat nicht viel gefehlt. Essen will und weiß, man hat noch nie gegen den SV Strahlen ein Spiel verloren. Doch auch nach 120 Minuten gibt es noch keine Entscheidung. Und so kommt es zur Ultima Ratio. Elfmeterschießen von den ersten 5 Schützen verschießt nur Ogucan Kefkir. Der 6. Schütze ist Nachspielzeitheld. Ferry direkt und der behält die Nerven. Bleibt ganz cool. Strahlen in Front. Bei seinem Schuss verliert er Daniel Davari und nach dem einen Kapitän kommt der andere. Kiel Gomez an die Latte! Der Hafenstraßenkapitän bringt das Schiff zum Kentern. Dabei ist Essen dank seiner Vorlage überhaupt erst hier. Trifft Janis Kübler jetzt, dann ist die Überraschung perfekt. Janis Kübler! Der SV Strahlen schlägt Rot-Weiß Essen
und steht im Finale des Niederrhein-Pokals. Großes Lob an beide Teams für eine große Pokalnacht. Jannis Kübler, den muss man in so einer Situation erstmal so schießen. Der SVS kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus, allen voran Trainer Benedikt Wegs. Ja, wenn wir ins Finale einziehen, hier im Halbfinale gegen Rot-Weiß Essen, wo jeder vorher drüber spricht, dass eigentlich ja nur ein Sieger geben kann, dann sind wir natürlich mega stolz und meine Mannschaft hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Die taktische Vorgabe, die wir ihr an die Hand gegeben haben in den letzten Tagen, hat sie auch wirklich richtig gut umgesetzt. Ich finde, wir gehen ein bisschen unglücklich in Rückstand, gleichen dann mit in der 92. Minute in der Nachspielzeit aus und gehen dann in die Verlängerung. Und das habe ich der Mannschaft vor dem Spiel auch gesagt, da kann alles passieren. Und heute sind wir einfach nur mega stolz. Großes Kompliment an alle Spieler, die heute dabei waren. Strahlens Finalgegner ist der Wuppertaler SV am 29. Mai in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.